So Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. So, gibt's erstmal ein bisschen Geschwindigkeits-Action, weil ihr seht hier schon 1,5 Stunden. Das ist ordentlich, was wir hier gezockt haben an der Karte. Und zwar folgendes, ihr seht hier, wir sind hier bei Zone Control, heißt die Karte, so viel ich weiß, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Ist eine, ja, ist eine schön aufgebaute Karte. Maximal gehen, ich glaube 8 gegen 8 sogar. Also wir haben jetzt hier 4 gegen 4 gezockt. Ihr seht hier super geilen Aufbau von dem Schachbrett. Ich glaube, wenn hier die Einheiten reinkommen, dann bekommst du extra Stimpack Action. So, also, wir fangen mal hier unten an. Zip, so, mit unserem Great Commander, das geile Stück. So, der ist quasi so das, ja, das Hauptgebäude quasi der die planetare Festung, wo ihr dann quasi Sachen entwickeln, entwerfen oder verbessern könnt. So, wir fangen hier oben mit Army an. Wenn ihr hier oben auf Army klickt, ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher. Müssen wir ein bisschen rauszoomen wieder. Uiuiuiui, das war ein bisschen arg nah. Wenn man hier auf Army draufklickt, dann werden alle Einheiten ausgewählt, die man hat. Also, so. Hier könnt ihr Wegpunkte setzen, wo sie sich dann quasi alle versammeln, eure gespawnten Einheiten. Wie die Einheiten spawnen und warum die spawnen und was weiß ich warum, das erkläre ich euch danach. So, hier könnt ihr einen Viking bauen, wobei das immer teurer wird. Je mehr Vikings ihr baut, wird es, glaube ich, jedes Mal um 100, 4, 5, ja, ich glaube, jedes Mal um 100 Credits wird es teurer. Denn Viking braucht ihr, um diese Bunker zu bauen. Also der Viking spawnt hier, wo meine Maus jetzt ist. Du, hier. Und dann könnt ihr den Viking auf der Karte x-beliebig absetzen. Der wird zum Bunker und aus dem Bunker spawnen dann die Marines. So, hier unten könnt ihr Upgrades kaufen für eure Einheiten. Auch hier werden natürlich die Upgrades jedes Mal teurer. Und es ist natürlich sinnvoll, hier Upgrades zu kaufen. Ansonsten überlebt man nicht so wirklich lang. So, hier mit dem Herkules, wenn ihr den kauft. Das ist eine Transporteinheit. Und aus der spawnt ihr dann bessere Einheiten. Dann gibt es, glaube ich, einen Hellion, gibt es Panzer, einen Siege Tank bekommt ihr. Oh, dann so einen mechanischen Hund, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Und einen Goliath könnt ihr spawnen. Auch hier könnt ihr in dem Fahrzeug könnt ihr upgraden. Und über die Buttons könnt ihr im Prinzip die Einheiten steuern. Geht aber auch einfach, wenn ihr alle Bunker hier markierten, also hier einen Punkt setzt und sie dann einfach rüberschmeißt. So, gucken wir mal in so einen Bunker rein. So, auch die Bunker sind zum Upgraden. Also hier könnt ihr die Health, die Upgrades und einen mobilen Bunker. Der mobile Bunker, damit könnt ihr dann euren Bunker laufen lassen. Der kostet 650 Credits. Das ist natürlich, das Health ist natürlich dafür da, um den Bunker stärker gegen Angriffe zu machen. Und hier schießt der Bunker, also oder zum Schießen im Bunker. Wenn ihr das upgradet, gilt es eben für alle Bunker, die ihr habt. So, ihr könnt natürlich den Bunker noch mit Einheiten bestücken, außer der Goliath, der bleibt daneben stehen. Ihr könnt aber immer nur einen Goliath bauen, deswegen ist er so günstig. So, ein bisschen weiter hier nach oben, dann könnt ihr ein bisschen die geile Metzel-Action hier mitverfolgen. So, ihr könnt Marodeur reinpacken und die Ghosts. Die Ghosts sind natürlich geil gegen, wenn ihr mit Marines angreift. Und die Marodeure haben natürlich ihren Reiz, ne, wenn es mechanische Gegner sind, die angreifen. So, also, gehen wir mal wieder auf alle. Also, wir haben hier oben im Eck haben wir mein Teammate Madison hocken, hier haben wir mein Teammate Teddy Roni Moose hocken und hier haben wir Jackie und hier unten im links im Eck hockt der Noob, nämlich ich. So, mal gucken. Können wir hier Einheiten. Oh, da kommt man doch mit Sicherheit. Ach, egal. Machen wir es so. So, hier oben seht ihr schön. Die Rangliste, Zone Control, genau so heißt die Karte. Das ist allerdings, soll das hier noch so eine Art Beta-Test-Upload sein, wobei mir jetzt beim Zocken es ehrlicherweise nicht so gemerkt haben, dass die Karte jetzt schlechter wäre, aber egal. So, hier oben seht ihr schön die Kills, dann steigt ihr auch rangtechnisch auf. Oh, ja, ganz unten ich, blöd, ne? Ja, mein Teammate Madison, der fährt auf die Karte irgendwie voll ab und auch der Jackie hat hier ein absolut glückliches Händchen gehabt an der Karte. So, also nochmal zurück zu dem wegen den Bunkern und Krusch. Also die Spawnzeit der Einheiten kann man nicht beeinflussen.
Ihr könnt aber allerdings anhand der Upgrades könnt ihr natürlich beeinflussen, wie schnell die Einheiten laufen. Klar, durch das Speed-Upgrade seht ihr dann, flutscht es dann unheimlich, wie schnell die Einheiten laufen. Wir haben jetzt am Anfang haben wir hier die Spawnpunkte alle hier in die Mitte reingesetzt, dass die Einheiten sich schön klopfen, weil wenn man gegeneinander spielt und man kennt sich oder man auch zusammen im TS oder so, dann kann man ruhig die ersten paar Runden die Einheiten, die alle schön mittig in den Tod schicken. Weil es gibt ja alles ein bisschen Kohle, ihr könnt schön upgraden, aber auf lange Sicht zeigt sich hier schon ab, wer gewinnen wird. Ne? Also ich meine, wenn ihr mal guckt, auf meiner Seite sind es 5 Bunker, bei meinem Teammate Teddy sind es 2, 4, 7, was habe ich nur 5 Bunker? Offensichtlich so. Naja gut, wir sind schon klar, wer verkackt, ne? Jackie hat auch schon 7 und Madison hat 8 Bunker. Klar, je mehr Bunker man hat, desto mehr Kohle zieht man. Also desto mehr Einheiten bauten kann man bauen und je mehr Einheiten ich quasi in den Tod schicke, desto mehr Kohle kassiere ich. So, jetzt haben sie mir hier schön 2 Bunker weggerotzt. Die 2 Affen. Deswegen ist natürlich auch geschickt, dass man die Bunker upgradet und auch mit Einheiten bestückt. Das ist dann manchmal so quasi so die Last Line of Defense, sag ich mal. Von dem her lieber einen Bunker haben, der abgegradet ist. Da habt ihr schon den ersten Mobile Bunker. Man kann auch richtig geil ins Detail reinzoomen. Und ziemlich große Zoomwege, die die Karte hier einen zur Verfügung stellt. Der Mobile Bunker, der kann auch schießen, während er unterwegs ist, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ist aber, wie ihr seht ja selber, jetzt gerade nicht die schnellste Einheit. Nicht vergessen, wir sind hier auf achtfache Geschwindigkeit, also der kommt euch nur schnell vor. Der ist nicht wirklich schnell, nein. Ich zoome wieder raus, weil ich finde die Optik, wenn man ganz rauszoomt, finde ich irgendwie am geilsten. Hat so ein bisschen was von Ameisenkrieg. Ja. Wir sind ehrlicherweise auch nur durch Zufall auf die Karte gestoßen. Ja, wir haben die gesehen, Zone Control, ich so, gucken wir mal, sieht ein bisschen alles so schachtechnisch hier aus. Ja, so im Prinzip ist die Karte echt cool. Es gibt jetzt so wirkliche Bugs oder sowas, haben wir jetzt keine gesehen oder keine entdeckt oder irgendwie Glitch jetzt oder so, wenn man irgendwie bestimmte Einheitenkonstellationen baut, dass man dadurch dann einfach mehr Kohle kassiert wie der andere jetzt zum Beispiel. So, ich müsste eigentlich hier unten demnächst den ersten Herkules rauswarpen. Gucken wir mal. So. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel 115 Einheiten. Das hier. 115. Das könnt ihr mal vorstellen, wie viel das hier sind. Ihr könnt es ja mal zählen. Können wir mal schon gucken, spaßeshalber, bei meinem Teammate Jackie 255 Einheiten. Was hat ein Madison? Der hat gerade gut abgelost mit 190. Und Teddy Ronimus hat 188. Ja, jetzt kommen sie zu zweit auf mich her und versuchen mich aufzurauchen. Hey, die Schweine. Ne, nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Gut, im Prinzip gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Von der Karte vom Aufbau her ist es quasi wie ein Schachbrett. Habe ich ja schon gesagt, ihr könnt prinzipiell immer hier bauen. Seht ihr ja. Raus, hinsetzen, Bunker. Der Wegpunkt zählt für alle Bunker. Kommen die Bunker sich aber zu nah, bekriegen sie sich gegenseitig. Also am Anfang habt ihr eigentlich genug, sagen wir mal, genug Space um eure Base drumherum, aber gegen später wird es halt einfach ziemlich eng. Da, zack, gucken wir uns das mal an. Da ist es natürlich dann gegen Ende, gibt es dann hier schöne Bunkerfights. Und wenn da eure Bunker natürlich dementsprechend vom Upgrade her schon weit sind, oder eigentlich voll sind, dann sieht es für den anderen Bunker natürlich richtig scheiße aus, ne? Weil, wenn der voll abgegradet ist, gucken wir mal, Bunker, ne, der hat schon alle. Alle Upgrades voll, bis auf den Mobile Bunker für 650. Und da ist natürlich klar, dass meine Bunker dagegen abkacken. Er hat auch immer schön zwei Ghosts und zwei Maro drinne.
mit meinem Bunker vergleichen. Ich hänge da natürlich noch ein bisschen hinterher von den Upgrades. Da ist dann logisch, dass mein Bunker auf Dauer gegen seinen natürlich übelst verkacken wird. So, kills-technisch komme ich jetzt langsam ein bisschen voran. Werde die zwei hier oben aber definitiv nicht mehr einholen. Gucken wir mal bei Jackie. Ich sehe da oben die Credits, also das ist echt übel. Gucken wir mal, Einkommen. Da steht da gar nichts. Ressourcen. So, das sieht das ja besser. Blau ist Madison, grün ist Jackie, weiß ist Teddy und tuckig pink bin ich. Da habt ihr immer so den aktuellen Income, der vorhanden ist einfach bei den einzelnen. So, ich wollte noch schon gucken, wie es beim Jackie wie im Bunker aussieht. Genau. Also der hängt von den Upgrades mit den Bunkern auch noch ein bisschen hinterher. Und mein Teammate Teddy, auch der hängt mit den Bunkern hinterher. Das heißt also, wenn Madison oder Teddy hier den nächsten Bunker setzen, entscheidet das für sich. Vom Bunker-Bash her sage ich jetzt mal ganz klar da. Der Madison für sich. So, also ihr seht, wenn man einfach mehr Bunker am Start hat, ja, hier sind es jetzt 10, 4, 7, 10, 12 sogar, oh mein Gott, ja, es ist früher Morgen, sind es 12 Bunker, hier haben wir 4, 8, 11 und hier haben wir 3, 9, also. Jetzt zeichnet sich's eigentlich schon ab, wer über kurz oder lang das Spiel hier auf jeden Fall gewinnen wird. Ich bin's nicht. Ganz klar, ich bin's nicht. So. Ja, gucken wir mal. Jackie, wie viele Einheiten hat der? 254, 250 Einheiten. Das finde ich immer so cool an der Anzeige hier oben. Das verharmlost das irgendwie total. Ne? Ich meine, das sind 250 Einheiten. Das ist ein ordentlicher Biobar. Das tut die Sache ein bisschen verharmlosen. Ne? Ich meine. So, gucken wir mal. 65 Einheiten habe ich jetzt am Start hier vorne, dem Fight. Es ist nicht unbedingt wichtig, wie viel Einheiten das sind. Klar, die Masse plättet euch auf Dauer auf jeden Fall. Das ist logisch. Wichtiger sind aber auch, können wir hier drauf, die Upgrades. Weil wenn ihr ein höheres Range zum Beispiel habt wie euer Gegner, obwohl er mehr Einheiten hat, dann könnt ihr im Verhältnis natürlich wesentlich mehr Einheiten bashen, weil ihr eine höhere Range habt. Klar, wenn eure Einheit einfach eine Range früher anfängt zu schießen wie die vom Gegner, dann ist natürlich klar, dass bevor er anfängt zu schießen, könnt ihr schon ballern und das kostet den Gegner natürlich dann schon Einheiten, bis ihr in seiner Reichweite seid, sage ich es mal, dass er euch dann knallt. So, hier habt ihr Health, ist natürlich wichtig. Je mehr Health eure Einheit hat, desto länger überlebt sie. Hier ist der Attack Speed oder der Speed allgemein von der Einheit und das sind da Damage und Shield Upgrades. Und das ist die Attack Rate, das bestimmt einfach, wie schnell die Einheit schießt. Sehr wichtig, ihr seht, die richtig wichtigen Upgrades, die sind halt scheiße teuer, wie Range Up und Attack Rate. Ja, Speed, Health, Shield und Damage, die sind jetzt so, sag ich mal, ganz passabel von der Teuerung her oder von den Kosten her. Und ja, das ist passabel, denke ich, vom Preis her. Da passt es. So, ich denke, ich müsste hier einen Herkules warp ich hier auf jeden Fall, das weiß ich. Das dauert glaube bloß ein bisschen. Ja, auf kurz oder lang wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ich hätte einen Bunker geschossen. Wie diesen Kack-Herkules, weil das Problem ist, bei dieser Einheitenmenge, die hier rummarschiert, und das sind wirklich viele Einheiten, da ist es dann einfach so, dass dann auch der Rechner irgendwann mal ein bisschen in die Knie geht. Weil das sind dann ein Stück, weit ich mal 1000, 1200 Einheiten auf dem Field, ne? Plus die Animation der Bunker, plus die Animation der Einheiten. Da gehen die Rechner dann kurzzeitig mal ein bisschen in die Knie. Von dem her, ja, passt es hier, deswegen ist es ganz gut, so wie es jetzt ist. So. Übrigens, das hier ist das erste Video, ne, von 6 in der Woche, von meiner Special Custom Maps Week bei StarCraft. Das ist auch das erste Video. Kommt dann also Montag, dann kommt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag kommt dann die so quasi so ein Special und Sonntag kommt dann das normale Let's Play dann. Kann ich ja jetzt schon verraten, weil Montag ist ja der Upload, dann war ja gestern quasi Montag, Sonntag quasi schon der erste Upload von meinem
Let's Play dann. So. Ja, wir fangen jetzt mit so einer Karte an. Das ist eigentlich eine Karte, die ist ganz cool vom Aufbau, wie schon gesagt, gerade durch dieses Schachfeld. Und man eigentlich nicht wirklich viel farmen muss hier, sondern einfach nur die Einheiten quasi, sag mal, in den Tod schicken. Und dadurch bekommt man dann quasi sein Income. Und ja, so steigert sich das dann von der Kohle her. So, ja gut. Sieht eigentlich alles ganz gut aus bis jetzt. Können wir ein bisschen weiter reinzoomen. Können wir uns mal so einen Fight von der Nähe angucken. Da sieht man dann erst, wie viele Einheiten das sind. Also jetzt wird es einmal erst bewusst, wie viele Einheiten hier der, mein Teammate Madison angreift. Das sieht man auch mal schön, wie hier so ein Marodeur hier abgeht. Also Jackie hat nur Marodeure drinne. So, wenn man mal auf so eine Einheit draufklickt, dann sieht man auch immer die Upgrades. Das ist natürlich ganz sinnvoll oder ganz geschickt, wenn man mal kurz ein bisschen scouten will. So, was macht mein Gegner? Wie stehen dem seine Einheiten zu meiner? Dann klickt man einfach mal drauf. Und da hat man hier sofort die Upgrades parat. Man weiß auch ganz schnell, warum man dann verreckt ist, weil man einfach zu wenig Upgrades hat. Ach ja, genau, der Herkules. Den Herkules kann man überall landen. Also der ist jetzt hier nicht an dieses Schachfeld gebunden. Der darf überall landen. So. Gut. Ja gut, gegen, sag mal so, gegen Ende der Karte oder relativ, ja so am Mitte, Ende der Karte, sag mal, zeichnet sich dann schon deutlich ab, wer das Rennen hier machen wird. Also das ist weder Teddy noch ich. Das entscheidet sich hier ganz klar zwischen Madison und Jackie. Da ist es klar, dass das einfach nur ein Hinauszögern ist. Und wenn man es mal ehrlich, wenn es jetzt keine Teammates gewesen wären, jeder andere wäre einfach mit seinen Einheiten losmarschiert und hätte uns geplättet. Weil wirklich schwere Gegner wären wir nicht gewesen. Mit vier Bunker, die nicht upgegradet sind, und da kommt er mit einem Bioball an. Woff, 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 woff. Und die Karten und die Bunker sind weg. Ist ja ganz einfache Sache, ne? So, 10 Upgrades gibt es bei den Bunkern noch. Noch vielleicht zum Erwähnen. Dann sind die Bunker voll upgegradet. Mehr geht dann einfach nicht. Wenn ihr dann auch die maximale Anzahl an Einheiten in dem Bunker drinnen hocken habt, dann habt ihr eigentlich eine ganz coole Verteidigungslinie, die natürlich nicht alles halten kann, das ist schon klar. Aber wenigstens das meiste plättet, sagen wir es mal so. Wenn ihr hier keinen Wegpunkt setzt, sorry, war gerade ein bisschen Luft im Magen. Wenn ihr hier keinen Wegpunkt setzt, dann sammeln sich die Einheiten jeweils um die Bunker drumherum und werden dann über die Kommandos hier, können das ja dann ebenfalls steuern. Haben wir am Anfang auch mal probiert, aber mein Gott, wenn ihr die Tasten alle im Kopf habt, dann ist es mit Sicherheit flotter wie über die Maus oder über alle nehmen und hinschicken. Aber ja, da war jetzt, das war jetzt okay hier. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Über-Pro-Gamer hier, sondern wir zocken halt, weil wir Fun dran haben. Ich meine, jeder andere, der die Tastatur richtig gut im Kopf hat, der wird mit denen Tasten wahrscheinlich schneller unterwegs sein wie mit der Maus. Aber ich meine, in der Regel hier groß von Taktik reden. Ich meine, man nimmt sich die Einheiten, schickt sie rüber und wenn man Glück hat, überleben sie. Wenn nicht, dann überleben sie halt nicht, dann zieht man sie halt wieder zurück, ne? Das ist dann schon okay. Also man kann es gut mit der Tastatur spielen. Wie schon gesagt, das geht alles, aber ist die Frage, ob man es muss. Ich muss es nicht. Nee, mir reicht die. Das mit der Maus hier vollkommen aus. Mit der Maus vollkommen aus, ja. Spaß. Nee, also wie schon gesagt, die Karte sorgt für einen extrem hohen Fun-Faktor. Ja, hier haben wir einen Herkules. Halleluja. Also, wir haben einen Hellion, ein Predator, so heißt das Kackviech, alles klar. Ein Siege-Tank und den Goliath. Und jeweils hier können wir Upgrades machen. Das Problem am Herkules ist, der ist relativ günstig, aber ihr müsst Supply kaufen. Ihr habt keinen Supply dabei.
Das ist keine Absicht, aber es reimt sich schon cool. Es ist kein Supply dabei. Nein, ihr müsst es hier kaufen, dann erhöht sich euer Supply jeweils im Dreierschritt. So viel ich weiß. 3, 6, 9, ja. Seht ihr hier oben 9 Supply. Warte mal, guck mal schon beim Medischen. Wie viel der jetzt hat. Der hat auch 9, genau. So, und dann kann man hier das Blue Fire für den Hellion machen. Und hier kann man ganz normal Damage und Armor upgraden. Hier kann man dann quasi so Attack Speed für den hier hoch machen. Und dann hier noch den Siege-Modus für den Siege-Tank. Ist eine ganz coole Sache. Man braucht allerdings, ja, also der Hellion, der ist ganz okay, wenn es nicht gerade eine stärkere, wenn es ein Golia dabei ist, dann verkackt ihr natürlich. Oder wenn es ein Maru mit dabei ist, dann habt ihr echt verkackt. Geht mit denen hier, weil der macht halt schon kurz einen Prozess mit denen. Die sind eigentlich ganz cool, vor allem wenn sie einen Ticken günstiger sind. Und dann doch ein bisschen Action machen, wenn ihr die in der Meute mit reinschickt. Dann machen die eigentlich ganz cool Action. Die Panzer sind okay, allerdings, wenn die in der Reichweite vom Bunker sind und der Bunker ist voll mit Maros, dann bringt euch der Siege-Tank nicht viel. Ich meine, klar, wenn ihr natürlich einen schönen Bio vorher schickt, dann kann der Siege sich natürlich schön aufbauen, kann dann anfangen mit Rotzen. Aber wenn ihr den jetzt allein vorschickt und natürlich gegen als Basisverteidigung gegen Einheiten, gegen die normale Standardkampfeinheit Space Marine Jetzettle. Mein Gott, bringt der auch nicht viel. Das müsste jedem klar sein. Also gegen die Marines oder allgemein auf der Karte fand ich eigentlich am besten den Hellion und den Predator. Die Upgrades hier habe ich nicht wirklich gemacht, weil dafür hat mir einfach die Kohle gefehlt. Es seht ihr langsam, wie die Rechner gewaltig in die Knie gehen bei uns. So. Ach so, ja. Ihr habt ja gerade mitgekriegt. Wie kann mich denn ein Marodeur angreifen? Ich kann doch gar keinen angreifen. Doch. Ihr könnt die Einheiten ausladen, die ihr hier reingebaut habt. Ihr könnt also die Maros ausladen, mit in den Krieg schicken. Genauso wie die Ghosts. Die Ghosts sind allerdings richtig schnell. Überhaupt nicht. Also die pennen hier ein und ich habe auch das Gefühl gehabt, da hätte ein Taschentuch gelangt, was in den Bunker auf meinen Ghost geflogen wäre oder von den Einheiten und der wäre draufgegangen. Lasst die Ghosts am besten im Bunker drin. Die Maus sind ganz cool. Die haben auch eine passable Geschwindigkeit vom Laufen her. Also die könnt ihr hier alle auslagern, die ihr hier in dem Bunker baut. Der ist natürlich eh draußen, ihr könnt aber immer nur einen bauen, deswegen kostet aber auch nur 300. Das heißt, wenn der down geht, dann könnt ihr auch angreifen. Also den nächsten bauen und mit dem dann angreifen. So, na gut, ich werde es langsam auch ein bisschen dezimiert. Ich habe jetzt auch hier mein Herkules gestehen, nicht gestehen, stehen, parken, sitzen, Platz machen. So, na gut, ich beschränke mich hier hauptsächlich auf die Hellions und auf die Predator. Ich habe zwar die Siege-Tanks probiert, gerade weil mir die Bunker von meinem rechten Nachbarn ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Das Problem ist aber, ihr seht, man kommt kaum vorbei. Die Bunker, die haben so eine beschissene weite Reichweite, oh, egal. Die haben so eine übelste große Reichweite, dass man da schier nicht dran vorbeikommt, weil gegen Ende bekriegen nur noch Teddy und ich uns untereinander. Weil mit den anderen beiden, die waren einfach so im Ball. Ihr seht, zack, die kamen nicht mal zum Schießen. Und da ist es dann immer mal dann doch so, dass man sich sagt, nee. Da greife ich einfach nicht mal, weil es keinen Spaß macht. Und ihr seht auch hier oben jetzt mit einem schönen Fight hier. Keine Sonne, absolut keine Sonne. Ich habe keine Ahnung, was er für ein Upgrade auf seine Bunker geschoben hat, aber übel, absolut übel. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? So, der hat schon seine 9 von 9 Supply. Ach ne, er hat 9 Supply und hat 9 Einheiten. Ich habe 6 Supply und habe 2 gebaut. So rum, genau. Weil die Einheiten kosten ja unterschiedlich. Supply, der kostet 2, 1, die kosten 3. Der kann, glaube, den kann man unbegrenzt bauen, oder? Ich glaube, den kann man dann hier unbegrenzt bauen. Egal. Egal. So. Ja gut. Gucken wir mal. Ne, also das ist alles hier relativ entschieden. Müssen wir mal die Dinge angucken.
4, 8.400, 10.000, 1.300 zu 2.800 Kills. Also wenn man das vergleicht vor ungefähr 10 Minuten, da war ich vielleicht bei 1.000 Kills. Und deswegen ist es hier eigentlich alles entschieden schon. Ja, die Stats allein sagen, verraten das schon. Das ist verkacktes Spiel, deutlich. Deutlichst verkackt. Ich verliere es auch gern. Aber egal, was wir machen. So. Können wir mal in diesen Bioball reinzoomen hier. Aber in mir habe ich mir einen leichten Schnupfen zugezogen, hä? Tut mir echt leid, ist eigentlich so gar nicht meine Art. Ihr seht, der Bam ist weg. Ja, kommt er mit seinem Kack-Mobile-Bunker da angeschissen und der rotzt halt ordentlich raus, ne? Ja, die Bunker, die Tanks überleben da nicht wirklich lang. Im Vorbeifahren radiert er meine Einheiten die Ratte. Hey, wie ein Mob überkommt er dich, hey, und weg. Also übel. 37 auf dem Gewehr schon drauf, das macht einen Schaden von 43. Rüstung 16, das müsste die Range sein. Attack Speed ist 20. Schaden gegen gepanzert 40, Reichweite 6, das ist natürlich ordentlich. Wenn man es mal mit Madison vergleicht, auch Reichweite, gut, die sind eigentlich relativ ähnlich. So, scrollen wir mal zu meinen. Na gut, da hänge ich natürlich weit hinterher. Am Range haben sie, glaube ich, 6 und ich 3. 5, ich meine, klar, der schießt, bevor ich ihn überhaupt sehe. Und da ist klar, dass da nicht viel ankommen wird. Na, guckt euch mal diesen Bioball hier an. Hey, das ist echt übel. Wie viele Einheiten sind es denn? 255. Madison hat ja auch ein schönes Bällchen. Das sind auch 255. Und ja gut, man muss halt ein bisschen sammeln. Aber ist klar, ne? Je mehr Bunker man am Start hat, desto schneller sammelt man auch natürlich an. Ne? Ich habe jetzt hier 193. Teammate Teddy, gut, er hat gerade oben ein schönes Fightchen hinter sich. Der hat seine 120. Aber hier 255. Ich glaube, größer geht die Anzeige einfach nicht. Weil es werden ja schon immer mehr, aber. Oh, kann man das nicht irgendwo hier einheiten? Ah, das sieht man es besser. 457 sind es. Hier sieht man es einen Ticken besser. Lassen wir die Ansicht mal ein bisschen. Hier oben links lassen wir mal dran. Da sieht man mal einfach immer schön ein bisschen die Einheiten. So, ich glaube, so kann man das. So. Ja, so ist gut. Also übel, wie die Maros hier rausschießen. Echt übel. Dabei sollten die eigentlich gegen Bio nicht so viel Damage machen, aber das ist ja quasi ein Dauerfeuer, was die hier rausdrücken. Da 540 Marines. Absolut bitchy. Na gut, Madison mit seinen 500 ist natürlich auch ein Wort, ne? Da diskutiert man nicht lang. Hier sieht man es. 16 Ghosts hat er ausgelagert wahrscheinlich. Oh, das sind die. Ne, das sind die. Ja, das sind die, wo in den Bunkern hocken. 16, 16. Dagegen ist Jackie, der ist nur auf Maros gegangen in seinen Bunkern drinne. Teddy, ich, wir haben eigentlich auch wieder beides. Ich habe 14, 14, ich habe geguckt, dass ich in beiden Bunkern, dass ich sie gleich besetze. Weil ich mal einfach gedacht habe, ich so, hey, also, wenn da jetzt doch ein fetter Angriff mit Marines kommt, dann bringen nur Marodeure auch nichts. Aber nur Ghosts bringt natürlich auch nichts, wenn der natürlich mit ein paar Hellions oder so angeschissen kommt. Ne? Der Ghost, der richtet da jetzt nicht so die Damage an, wie es sollte. So, dann gehen wir wieder auf allgemein. Ja, vom Prinzip, wie schon gesagt, die Karte ist echt witzig. Von dem her würde ich schon sagen, also eine gute 2 Plus kann man der auf jeden Fall geben. Doch, also 2 Plus. 2, ja, 2, 2 plus 2 kann man der Karte auf jeden Fall geben.
Da die Karte eigentlich, was heißt eigentlich, die Karte hat so mit Glück nicht viel zu tun. Also das ist dann schon ein bisschen Taktik ist da schon drin. Früh Leute in den Tod schicken, dass man einfach dementsprechend die Kohle bekommt. Und man muss halt die passende Mischung zwischen Upgrades und Bunker bauen finden. Und das ist wichtig, ne? Also manchmal bringt es einfach mehr, wenn man in Upgrades investiert, wie in mehr Einheiten. Aber gegen Ende kackt man halt ab, wenn man zu wenig Einheiten hat, aber dafür abgegradet sind. Ne? Was bringt mir, sag ich mal, 100 Marines, die zwar voll durchgegradet sind, aber gegen 500 nicht abgegradete dastehen? Da kacke ich natürlich genauso ab. Klar, im Verhältnis stehe ich schon besser da, weil wenn ich von diesen, mit meinen 100, von diesen 500, 300 platt mache, war der Einsatz von mir weniger. Schon klar. Hätte ich aber mehr Bunker gehabt, hätte ich ihn deutlich dominiert. Und darum geht's ja. Ich will ja den Gegner platt machen. Weil es sind dann immer noch welche von ihm übrig, die dann meine Bunker angreifen können. Von dem her denke ich, ist eine 2 bis, ja, eine 2, 2 plus auf jeden Fall super für die Karte. Ja, vom Schwierigkeit her würde ich sagen, gemischt. Also wenn ihr untereinander zockt, dann ist die Schwierigkeit natürlich jetzt nicht so hoch, weil man sich ja untereinander absprechen kann. Ich so, hey, mach mal ein bisschen Cooldown hier. Muss mich erst auf die Karte zurechtfinden. Zockt ihr aber gegen drei Fremde und die haben es wirklich drauf, dann habt ihr natürlich schon ein fettes Problem, weil die überrennen euch nach 10 Minuten komplett. Wie schon gesagt, ihr habt es am Anfang schon gesehen. Es war gut nach gut vor der Hälfte der Karte. Da hätten die Teammates mich locker überrennen können. Also Jackie, Madison, die hätten mich da locker überrannt. Von dem her, wenn ihr, würde ich euch schon empfehlen, die ersten ein, zwei Mal, wenn ihr wirklich Bock auf die Karte habt, die ersten ein, zwei Mal die mit Kumpels zu zocken oder ihr sucht euch in dem Chat zusammen. Ich so, hey, ich will die Karte mal antesten, mal Cooldown Game machen, wo ihr einfach ein bisschen die Karte zurechtfindet. Da finden sich immer welche. Das ist ja das Coole in StarCraft. Ihr habt ja, jedes Spiel hat da quasi seinen eigenen Channel, seinen eigenen Chat-Channel und da kann man sich mit Sicherheit ein, zwei Leute suchen, die einen das Game richtig geil erklären können oder mit euch mal ein, zwei Testgames machen. Würde ich euch definitiv empfehlen. Vom Fazit her würde ich sagen, coole Karte, so für zwischen, was heißt zwischendurch, eine Stunde 30 ist es auch nicht so das Zwischendurch-Game. Aber wenn man auf alles andere keinen Bock hat und einfach ein bisschen gepflegtes Gemetzel, und Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde die Aussicht, diese Ansicht ganz draußen, die finde ich einfach geil, weil das ist ein absolut geiles Ameisenkino. Und da könnt ihr ganz gepflegte Runde zocken. Man kann das Hirn mal schön nebenan liegen lassen. Man muss es hier nicht, sag ich mal, jetzt nicht so viel denken. Das ist das Coole an der Karte. Schön gepflegt Hirn aus, kann ein bisschen Blödsinn labern nebenher. Von dem her absolut zu empfehlen, die Karte. Zockt sie euch mal an, weil, ist, wie schon gesagt, ist ein bisschen was anderes. Hat zwar, gibt schon genug Income-Karten, die gerade, also das Income durch den Tod der Einheiten generieren. Da kommt, ne, das verrate ich nicht. Da gibt es genug Income-Karten, aber die ist halt vom Aufbau her was anderes. Gerade durch dieses Schachfeld, durch dieses sehr begrenzte Feld und bei anderen Income-Karten ist halt einfach so, dass man eine Liste mit Einheiten hat, auf der Liste der Einheiten sich die raussucht, die quasi rüberschickt, der Gegner sie plättet und ich dadurch mein Income bekomme. Und je teurer die Einheit wird, desto mehr Income bekomme ich für die. Aber hier habt ihr halt einfach nur diesen Marine, der euch dieses Income beschert, sage ich jetzt mal. Und keine andere, also jetzt lassen wir mal die anderen Einheiten außen vor, aber die Haupteinheit für die Karte ist einfach der Marine. Und von dem her finde ich die Karte eigentlich schon ganz cool vom Aufbau her. Die hat auch ziemlich schnell ein Lesezeichen von mir bekommen, also wir werden die garantiert noch öfters zocken. Einfach so, just for fun. Ich glaube sogar, dass sie bis 8 gegen 8 geht. Das muss ich nachher nochmal lesen. Guckt einfach unten in die Beschreibung. Da werde ich es nochmal reinschreiben, alles, was ich gerade erzählt habe. Sollte ich da was finden, noch bis wie viel Player die geht. Aber ich meine, gelesen zu haben, 8 gegen 8 ist kein Problem. Ich glaube, da zocken dann immer zwei im Team sogar. Da stelle ich mir natürlich ein ultra interessant vor, ne? Weil ich da auch nicht weiß, wie es so eine Aufteilung ist. Man kann dann auch sagen, hey, einer guckt, dass er Bunker baut, der andere investiert die Kohle zum Beispiel nur in die Upgrades für die Einheiten. Der, wo die Bunker baut, zieht die Bunker mit hoch. Ich denke, da gibt es schon ganz, ganz coole Sachen. Ne? Wenn man da geil im Team schafft, dann denke ich mir mal, kann man den Gegner eigentlich ganz gut wegbashen. So, jetzt geben wir uns nochmal hier eine Übersicht über die Kills. Also hier 11.000, 15.000, 3.000, 1.400. Also das ist echt hässlich. Das können wir uns hier auch nochmal verlorene Einheiten.
Also, das ist echt übel. Zack. Ja, also, das ist echt übel. Nee, aber von dem her würde ich euch die Karte, die kann ich euch echt ans Herz legen. Mein klar, ich lade jetzt keine Karten hoch, die ultra scheiße sind. Klar, es war schon ein, zwei Karten dabei, die waren auch beim Zocken her ein bisschen buggy, aber die Karte an sich hat mir gut gefallen. Die Karte hier, Bugs und so, haben wir jetzt keine festgestellt. Keine dramatischen jetzt, oder was heißt dramatisch? Eigentlich gar keine. Von dem her würde ich mich definitiv darüber freuen, wenn die Karte über den Test-Upload hinauskommt. Vom Income her kann ich mich ehrlicherweise auch nicht beschweren. Man hat es ja selber in der Hand, wie schnell der Income steigt. Je mehr Einheiten ich habe, desto mehr Income gibt es. Mehr Bunker bedeuten mehr Einheiten. Und von dem her, ihr seht, hey, also allein der Madison, der nimmt jetzt gut die Hälfte der Karte ein. Das sind, glaube ich, 8 auf 8 die Felder. Ja, der nimmt schon mal gut die Hälfte. Jetzt, wenn er hier vorne noch eins setzt, dann genau hier. Zick, 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 zick. Wenn er da noch eins setzt, dann hat er die Hälfte der Karte belegt, nur mit Bunker. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, was es an Einheiten sind. Also hier 326 zu 380. Da ging es an die von Teddy und von mir, selbst zusammengerechnet noch weniger. Das ist ja, oh Gott. Da versuche ich jetzt hauptsächlich gegen den Teddy jetzt zu marschieren, weil wir eigentlich relativ gleich auffahren. Sage ich jetzt mal, die gegen die beiden, das ist, was weiß ich, wie wenn ich mit einem Stein gegen den Panzerglas werfe. Ich meine, irgendwann wird der Stein das Panzerglas mit Sicherheit kaputt bekommen. Es ist bloß die Frage, wie lange es dauert. Und so war es hier eben auch, ne? Also es macht einfach keinen Sinn, gegen die zwei noch zu rennen. Weil bevor ich überhaupt in die Nähe von denen ihren kämpfenden Einheiten kommen, verrecken die einfach. Ihr seht, hier kommt der Teddy runter, marschiert zu mir, da ist ja ein Drittel der Einheiten schon weg, nur weil er an den Bunkern vorbei marschiert. Und da gibt es jetzt so untereinander, gibt es einen ganz interessanten Fight, den ich aber irgendwie dominiere, ich habe keine Ahnung warum. Ja. Man kann natürlich auch warten, bis es sich einer schon da reintraut und dann kann man seine Einheiten hinterher ziehen. Das geht natürlich auch. Kann man auch gut machen. Aber hier 126 Einheiten, das ist zum Kotzen. Das will nicht mehr werden. Ja. Ne, also, wenn euch sowas, solche Income-Karten natürlich interessieren, dann seid ihr hier natürlich bestens bedient. Ich hoffe, ihr seid auch noch gespannt, was die Woche vollkommt. Also, ich habe geguckt, dass ich so viel wie möglich verschiedene Genre an Karten zusammensuche. Also, es gibt ja jetzt nicht nur die klassischen Tower-Defense-Karten in verschiedenen Aufbauten. Es gibt, wie schon gesagt, diese Income-Karten. Dann gibt es ganz spezielle Karten. Da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil davon eine kommen wird, die so an sich jetzt mit Starcraft eigentlich nur die Einheiten gemein hat. Dann hatte ich eine Karte, die hieß Battlefield, aber die war so grottig. Also richtig grottig. Ich habe gedacht, das wäre so Ego-Perspektive, so war es auch beschrieben, aber in-game war das dann einfach nur die normale Draufsicht, wie man es normal bei StarCraft auch hat. Da war die Karte dann auch absolut uninteressant für mich dann. Nee, es gibt, also ich habe echt geguckt, dass ich wirklich viele verschiedene Genre an Karten bedienen werde die Woche. Wir starten heute mit dieser Income-Karte, ja, Income Wars-Karte. Also die Karte an sich heißt nicht Income Wars, aber das ist so das ja das Tag, nach dem man suchen könnte, wäre Income. Die Karte an sich heißt ja Zone Wars. Ja, nee, Zone Control. Mein Gott, was für ein Fail. Nein, die Karte heißt Zone Control. Wie schon gesagt, werdet ihr aber alles unten in der Beschreibung noch finden. Das passt dann soweit. Ich hoffe, euch gefällt das Special in der Woche. Und ich habe mir gedacht, ich so, das kann man eigentlich einmal im Monat mal machen. Jetzt nicht nur StarCraft, nächsten Monat kann man zum Beispiel Battlefield, COD oder Unreal Tournament zum Beispiel mit meinem Zocker ABC nehmen und das 6 Tage lang hintereinander rausdrücken und immer sonntags bleibt ja klassisch mein Let's Play. Sonntag dann, weil das Oldies, das ist erstmal auf Eis. Der war einfach der gewünschte, der erhoffte Erfolg, der ist nicht eingetreten, ist ja nicht schlimm, mein Gott. Deswegen probiert mal aus. Und ich denke, das kann man eigentlich machen, so einmal im Monat so ein Wochenspecial, wo man ein Spiel extrem, nur dieses Spiel, sag ich mal, rausdrückt. Kann ich mir eigentlich ganz cool vorstellen.
Und ich starte einfach diesen Monat mit der StarCraft-Woche. Ich weiß noch nicht, soll ich dem vielleicht eine extra Box geben, wo einfach die Special Weeks drin sind. Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht mache ich da so eine Special Box, wo dann einfach nur diese Special Weeks alle drin sind. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das wäre eigentlich eine coole Sache. Ja, aber da muss ich noch gucken, weil da muss ich mir auch Sachen überlegen. Gerade bei Battlefield, man kann ja auch nicht eine Woche lang nur Team Deathmatch und Eroberung, Vorherrschaft und sowas zeigen. Da muss ich mir noch was überlegen. Man soll ja auch ein bisschen Unterhaltung am Start sein. Ne? Von dem her passt es eigentlich. Nee, aber ich denke, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man das auch in Zukunft sich vielleicht fest mit einbinden, so Special Week. Aber ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, wer aufgepasst hat. Ich hab's nicht. Mein Teammate Teddy hat gerade mal schön dezent ein paar Bunker verloren. Dezent ein paar Bunker verloren. Ja, das trifft's. So, ja gut, die Sache ist eigentlich geschwätzt. Ne? 230, 310. Da habe ich keine Sonne. Hey, da sterben die Einheiten wie die Fliegen hier weg. Aber wenn ihr irgendwie, gerade in dieser Special Week, wenn ihr da Bock drauf habt, also dass wir mal einfach abwechselnd jedes Genre dran können, jedes Spiel, was wir auf unserem Kanal standardmäßig bedienen, einfach mal über so eine Special Week bekommen soll, dann gebt mir einfach Bescheid und schreibt bis unten rein, wenn ihr Bock dazu habt. Und ja, ich denke, das kann man eigentlich fest machen, weil es ist eigentlich eine coole Sache, weil man kann ja nicht jedes Spiel immer gleich oft bedienen, man hat auch nicht auf jedes Spiel gleich oft Lust. Also ich meine, es war auch ziemlich lang ruhig um StarCraft, wo die ersten zwei Maps hochgeladen worden sind, kam glaube auch 2 Wochen, 3 Wochen lang gar nichts. Und so ist halt gerade mit COD, dass es gerade halt ziemlich nach hinten gerutscht ist, aber einfach aufgrund dessen, dass ich auf COD halt gerade nicht so die Böcke habe. Gut, ich weiß, ich spiele die Gameplays ja eh schon nicht selber, aber gerade einfach keine Lust, ein MW3 oder so, ein MW3 hochzuladen. Ich bin gerade viel mehr auf StarCraft und Battlefield konzentriert wieder. Und so schenkt sich das eigentlich nicht viel. Also dann kommt halt das eine Mal hoch, dafür das andere weniger. Also das passt dann schon. Das ist dann schon okay. Und ja, mein Gott, ich will jetzt auch nicht hier einen festen Upload haben. Ne? Jeden Dienstag kommt COD, jeden Donnerstag kommt Battlefield, jeder Samstag kommt wegen mir StarCraft und alle 2 Wochen ein Tag kommt dann UT. Das Einzige, wo ich gerne eine Konstante drinne habe, ist sonntags mit dem Let's Play Upload, aber ansonsten halte ich mir das einfach für mich selber offen. Auf das, wo ich Bock habe, das lade ich hoch und das werde ich auf Dauer auch so beibehalten. Das ist eine ganz einfache Sache. Aber Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst mir natürlich ein Ding da. Wie heißt's? Eine Meinung mal dazu da, zu so einer Special Week. Ja. So, warum stoppt das Replay hier? Ihr seht, das Game ist nicht vorbei. Und zwar, das Problem war bei dem Spiel, mir ist genau nach 1:30 Stunden ist mir die Netzwerkkarte abgefuckt. Zumindest softwaretechnisch, nicht die Hardware, nur die Software. Und ich musste das Spiel verlassen. Von dem her endet das Gameplay jetzt leider hier. Also ihr seht es leider nicht bis zum Ende. Tut mir echt leid. Ja, ich weiß, hätte ich auch vorher sagen können. Aber egal. Nee, dass mir einfach, weiß ich, was da los war. Windows hatte irgendein Problem mit irgendwas. Ich hoffe, euch hat die Karte trotzdem gefallen. Und dann war das jetzt der erste Upload von insgesamt 6. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Simon.